Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Widder für die nächste Woche vom 8.4. bis 14.4. Lieber Widder, Venus bringt frischen Wind in Ihre Beziehungen. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Sonne in Konjunktion, Merkur in Konjunktion, Venus in Konjunktion, Pluto im Sextil. Sie gehören zu den Venus-Lieblingen in dieser Woche. Das ist eindeutig. Das öffnet Ihr Herz und fügt zusammen, was zusammengehört, und bringt vor allem auch frischen Wind in Ihre Beziehung. Venus schickt neue Liebesimpulse und so sind Sie wieder motiviert, an kleinen Problemchen zu arbeiten. Auch beruflich kommen Sie nicht zu kurz, denn Pluto fördert Sie und schenkt noch mehr Motivation. Mein guter Rat für Sie, lieber Widder: Sie können die Kraft von Sonne, Merkur und Venus, die ja wunderbar in Ihrem Zeichen stehen, konstruktiv für sich nutzen. Seien Sie offen für alles, was man Ihnen zuträgt, sowie für neue Kontakte, die sich für die Zukunft als lohnend erweisen könnten. Hören Sie auch anderen gut zu, es könnte ein hilfreicher Tipp für Sie dabei sein. Für Sie zum Nachdenken: Freude muss man teilen, denn sie wurde als Zwilling geboren. Von Lord Byron. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Stier für die nächste Woche vom 8.4. bis 14.4. Lieber Stier, Mars und Jupiter schenken Ihnen neue Energie. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Jupiter in Konjunktion, Saturn im Sextil, Neptun im Sextil, Mars im Sextil. Eher kritisch: Uranus in Konjunktion, Pluto im Quadrat. Keine ganz so einfache Woche für Sie, denn Sonne, Merkur und Venus treffen sich im Widder, Ihrem 12-Solarhaus. Das zehrt an Ihren Kräften. Schnell fühlen Sie sich überfordert. Nehmen Sie sich deshalb nichts vor, was Ihre Kräfte überfordern könnte. Eine kleine Auszeit würde Ihnen gut tun. Mars im Sextil ist dann wie ein Jungbrunnen für Sie und der wunderbare Jupiter gibt Ihrer Seele wieder neue Kraft. Mein guter Rat für Sie, lieber Stier: Mars und Jupiter sind Ihre Wohltäter in dieser Woche. Sie können die Wirkung dieser himmlischen zwei sogar noch verstärken, wenn Sie sich innerlich öffnen, sozusagen eine unsichtbare Türe für die Sterne aufmachen. Selbst wenn etwas oder jemand querkommt, sind Sie wohlbehütet und sicher. Für Sie zum Nachdenken: Worüber man nicht sprechen kann, davon muss man schweigen. Von Ludwig Wittgenstein. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Zwillinge für die nächste Woche vom 8.4. bis 14.4. Lieber Zwilling, der magische Mond bringt neuen Schwung in Ihr Leben. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Merkur im Sextil, Venus im Sextil, Sonne im Sextil, Pluto im Trigon. Eher kritisch: Neptun im Quadrat, Saturn im Quadrat, Mars im Quadrat. Für Sie gibt es ja nichts Schlimmeres als Langeweile. Und langweilig wird es Ihnen in diesen Tagen ganz bestimmt nicht, lieber Zwilling. Der magische Widder-Neumond und die damit einhergehende Sonnenfinsternis zünden bei Ihnen ein Ideenfeuerwerk. Ideen, die nicht einfach am Himmel verglühen, sondern neuen Schwung in Ihr Leben bringen. Neuer Job, neue Liebe, neue Freunde, alles ist möglich. Mein guter Rat für Sie, lieber Zwilling: Liebesplanet Venus macht die Liebe zu einem Fest. Sie steht im Zeichen Widder. Sie wollen Liebe schenken und bekommen.
So wachsen sie über sich selbst hinaus und ziehen angenehme Begegnungen an. Wichtig ist es, dass sie diese Energie für sich nutzen, um zum Beispiel in der Partnerschaft wichtige Punkte endlich zur Sprache zu bringen und klären zu können. Für sie zum Nachdenken. Persönlichkeit fängt da an, wo der Vergleich aufhört. Von Karl Lagerfeld. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Krebs für die nächste Woche vom 8.4. bis 14.4. Lieber Krebs, Ihre Geduld wird jetzt auf die Probe gestellt. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Uranus im Sextil, Mars im Trigon, Jupiter im Sextil, Neptun im Trigon, Saturn im Trigon. Eher kritisch dazu: Merkur im Quadrat, Sonne im Quadrat, Venus im Quadrat. Die Sonne, Merkur, Venus und der Neumond stehen im Quadrat zu ihrem Zeichen. Unter solchen Aspekten bleiben Spannungen nicht aus. Da gibt es plötzlich ein Wort das andere. Streit entsteht und man weiß oft gar nicht warum. Vor allem mit Venus ist nicht zu spaßen. Tipp für Sie, lieber Krebs. Kritische Themen in Beziehung besser meiden. Geduldig sein und so tun, als wäre alles in bester Ordnung. Mein guter Rat für Sie, lieber Krebs. Sonne, Merkur und Venus stehen in einem nervigen Quadrat zu Ihrem Zeichen. Leicht wird es Ihnen da nicht gemacht. Missverständnisse und rechthaberische Mitmenschen zehren an Ihren Nerven. Aber der Mond, Ihr Herrscherplanet, hält am Wochenende freudige Überraschungen bereit. Für Sie zum Nachdenken. Manchmal muss man verstummen, um erhört zu werden. Von Stanislav Jerry-like. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Löwe für die nächste Woche vom 8.4. bis 14.4. Lieber Löwe, das wird eine perfekte Woche für Sie. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Merkur im Trigon, Sonne im Trigon, Venus im Trigon. Eher kritisch: Uranus im Quadrat, Jupiter im Quadrat, Pluto in Opposition. Die Sonne, Merkur und Venus im wundervollen Trigon zu Ihrem Zeichen, das wird eine perfekte Woche für Sie, lieber Löwe. Sie sind der strahlende Mittelpunkt, ohnehin Ihre Lieblingsposition und sammeln verdientermaßen viele Komplimente und Sympathien. Da ergeben sich zu einem sehr nützliche Kontakte durch Merkur, zum anderen aber auch Gefühle, die tiefer gehen könnten, als Sie vermuten. Mein guter Rat für Sie, lieber Löwe. Sie haben eine gute Woche vor sich. Sie werden von der Sonne, Merkur und auch von Venus unterstützt. Da auch der Neumond mit von der Partie ist, können Sie viel in diesen Tagen herausholen. Wichtig ist aber, dass Sie sich nicht verzetteln, denn die Witterenergie macht auch ein wenig leichtsinnig. Sie schließen womöglich leicht übers Ziel hinaus. Für Sie zum Nachdenken. Zeit ist Geld, das man verschleudert. Von Ludwig Marcuse. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Jungfrau für die nächste Woche vom 8.4. bis 14.4. Liebe Jungfrau, Sie sollten ein bisschen besser auf sich selbst achten. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Jupiter im Trigon, Uranus im Trigon, Neptun in Opposition, Mars in Opposition. Eher kritisch: Saturn in Opposition. Sie neigen dazu, sich in der Arbeit zu verlieren und darin auch noch perfekt sein zu wollen. Merken Sie nicht, dass Sie das mächtig überfordert und jeder kennt das Ende vom Lied.
Wer sich permanent überfordert, strapaziert seine Gesundheit. Die dringende Botschaft von Jupiter im Trigon und Saturn in Opposition heißt deshalb: Entspannen, Auszeit nehmen, Arbeit und Freizeit in eine gute Balance bringen. Mein guter Rat für Sie, liebe Jungfrau: Sie dürfen diese Woche Ihre Pflichten ruhig ein bisschen hinten anstellen und sich keine großen Dinge vornehmen. Zwischenmenschlich sieht es nämlich ganz gut aus. Also, warum nicht die Kraft von Mars in Ihrem Partnerhaus nutzen und die Zeit der Zweisamkeit und Liebe widmen? Sie werden bestimmt glücklich sein und es genießen. Für Sie zum Nachdenken: Das Genie weiß den Weg, das Talent geht ihn. Marie von Ebner-Eschenbach. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Waage für die nächste Woche vom 8.4. bis 14.4. Liebe Waage, das Leben kann so herrlich sein. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Merkur in Opposition, Sonne in Opposition, Venus in Opposition, Pluto im Trigon. Mit diesen Sternen genießen Sie das Leben, betrachten es von seiner unbeschwerten Seite und zerbrechen sich nicht den Kopf über dies und jenes. Sie nehmen das Leben derzeit, wie es kommt, lässig, locker, leicht, verträumt. Das ist gut so. Und wenn Sie sich immer wieder mal ein Päuschen gönnen, mal ins Kino gehen, sich schonen, dann werden Sie staunen, wie Sie das noch zufriedener macht. Mein guter Rat für Sie, liebe Waage: Sie sind ein Luftzeichen und profitieren von Sonne, Merkur und Venus im Zeichen Widder. Die Sonne trifft sich mit Merkur in Konnektion. Das ist eine tolle Sache, da diese Energie Sie mit Erfolg und Stärke belohnt. Im Job kommt Ihnen dieser Aspekt sehr zugute. Sie dürfen ruhig mal ein wenig mehr fordern. Für Sie zum Nachdenken: Das Glück findet sich nur ein, wenn man keine Bedingungen stellt. Von Arthur Rubinstein. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mehr Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Skorpion für die nächste Woche vom 8.4. bis 14.4. Lieber Skorpion, bitte loslassen, was Ihrem Glück im Wege steht. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Jupiter in Opposition, Mars im Trigon, Saturn im Trigon, Neptun im Trigon, eher kritisch dazu steht Uranus in Opposition, Pluto im Quadrat. Sie haben feine Antennen für alles Übersinnliche, lieber Skorpion, und deshalb wirkt die Magie von Sonnenfinsternis und Neumond auf Sie besonders stark. Unter Ihrem Einfluss wird jetzt aus einem Neptun-Trigon ein kosmisches Mikroskop, unter dem Sie alles erkennen, was Ihrem Glück im Weg steht. Menschen, Verhaltensmuster, Gewohnheiten, Überflüssiges. Am besten so schnell wie möglich alles loslassen. Mein guter Rat für Sie, lieber Skorpion: Dank Mars und Jupiter sprühen Sie nur so vor Vitalität und Einfallsreichtum. Beruflich wie privat sorgen Sie dafür, dass die Dinge vorankommen. Auch im Kollegen- und Bekanntenkreis kommen Sie mit Ihrer tollen Art gut an. Man findet Sie sympathischer denn je. Übernehmen sollten Sie sich natürlich nicht. Aber soweit es Ihr Zeitplan zulässt, dürfen Sie sich ruhig mal wieder ein neues Hobby zulegen. Für Sie zum Nachdenken: Zweifeln ist Suchen nach Ratlosigkeit. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Schütze für die nächste Woche vom 8.4. bis 14.4. Lieber Schütze, Traumsterne bringen Sie ans Ziel Ihrer Wünsche. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Sonne im Trigon, Pluto im Sextil, Merkur im Trigon, Venus im Trigon.
eher kritisch dazu steht, Neptun im Quadrat, Saturn im Quadrat, Mars im Quadrat. Haben Sie eine Idee, von der Sie überzeugt sind, ein Projekt, das Sie gerne anpacken würden? Packen Sie es jetzt an, der Neumond im Widder und die Sonnenfinsternis zünden bei Ihnen den Turbo. Dazu haben Sonne, Merkur und Venus wunderbare Aspekte in ihrem Zeichen. Das sind Traumsterne, um voranzukommen. Nicht nur job- und finanztechnisch, auch in der Liebe kommen Sie jetzt ans Ziel. Mein guter Rat für Sie, lieber Schütze. Sie werden ja von Sonne, Merkur und Venus sehr unterstützt. Es sind herrlich erfrischende Energien, von denen Sie umgeben sind. Sie sind ja von vornherein ein unverbesserlicher Optimist und genießen diese Sonnenpower. Wichtig ist aber dennoch, dass Sie nicht übermütig werden und sich dadurch bei bestimmten Vorhaben oder Entscheidungen nicht verzetteln. Für Sie zum Nachdenken. Die wahre Ruhe kann nur in der Wahrheit liegen. Von Ferdinando Galliani. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir Like zu geben, aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Steinbock für die nächste Woche vom 8.4. bis 14.4. Lieber Steinbock, wenn es eng wird, hilft Ihnen Jupiter. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Uranus im Trigon, Jupiter im Trigon, Neptun im Sextil, Saturn im Sextil, eher kritisch dazu steht, Merkur im Quadrat, Sonne im Quadrat, Venus im Quadrat. Der Neumond im Widder steht im Quadrat zu Ihrem Zeichen, lieber Steinbock. Das ist aber nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Vor allem Glücksplanet Jupiter lässt die meisten Störmanöver des Mondes ins Leere laufen. Sie können also gelassen bleiben, lieber Steinbock. Dennoch lieber Finger weg von riskanten Unternehmungen. Vorsicht ist schließlich die Mutter der Porzellankiste. Mein guter Rat für Sie, lieber Steinbock. Im Job beweisen Sie wieder mal, was alles in Ihnen steckt. Sie scheuen auch vor etwas anspruchsvolleren Aufgaben nicht zurück. Und privat zeigen Sie sich von Ihrer herzlichen Seite. Merkur streut trotzdem manchmal Selbstzweifel. Es ist zwar nicht verkehrt, das eigene Handeln hin und wieder zu überdenken, doch vergraben brauchen Sie sich in so düsteren Gedanken auch nicht. Genießen Sie das Leben. Für Sie zum Nachdenken. Die Irrtümer des Menschen machen ihn eigentlich liebenswert. Von Goethe. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir Like zu geben, aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Wassermann für die nächste Woche vom 8.4. bis 14.4. Lieber Wassermann, das Wochenende ist für die Liebe reserviert. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig, günstig, Merkur im Sextil, Venus im Sextil, Sonne im Sextil, eher kritisch, Uranus im Quadrat, Jupiter im Quadrat, Pluto in Konjunktion. Der magische Neumond Sonnenfinsternis im Widder gibt Ihnen einen ordentlichen Energieschub. Sie können es kaum erwarten, Dinge in Bewegung zu bringen und neue Ufer anzusteuern. Bedenken, Zweifel, vielleicht ein paar, aber anhalten von Ihren Zielen lassen Sie sich davon nicht. Am Wochenende sollten Sie aber einen Zwischenstopp für die Liebe machen. Traumhafte Momente locken. Mein guter Rat für Sie, lieber Wassermann. Sie dürfen auf die Hilfe vom Mond zählen. Was auch immer für Sie die Zukunft planen, sei es nun, dass Sie sich von Altlasten befreien oder etwas völlig Neues beginnen wollen. Sie haben die nötige Power, um alles konsequent und zielgerichtet durchzuziehen. Nun ist auch der Zeitpunkt günstig, um all die Vorhaben, die Sie schon länger vor sich herschieben, in die Tat umzusetzen. Für Sie zum Nachdenken. Die kürzesten Irrtümer sind immer die besten. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen.
Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Fische für die nächste Woche vom 8.4. bis 14.4. Lieber Fisch, bitte keine Angst vor der Veränderung. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Jupiter im Sextil, Uranus im Sextil, Mars in Konjunktion. Eher kritisch: Neptun in Konjunktion, Saturn in Konjunktion. Der magische Witter-Neumond-Sonnenfinsternis bringt Bewegung in Ihr Leben. Vielleicht sogar mehr, als Ihnen auf den ersten Blick lieb ist. Aber zucken Sie jetzt bloß nicht vor dem Neuen, das sich bei Ihnen ankündigt, ängstlich zurück. Sie wollten doch selbst, dass sich so einiges in Ihrem Leben ändert, im Job, in der Liebe, sonst wo. Jetzt könnten sich die Dinge tatsächlich verändern, hin zum Besseren. Mein guter Rat für Sie, liebe Fische. Privat fühlt Sie sich wie auf Wolken getragen. Es herrscht allerschönste Harmonie. Und auch sonst haben Sie den Arbeitsalltag recht gut im Griff. Es gibt eigentlich nur eines zu beachten. Wenn Sie merken, dass Sie mit einer Angelegenheit ewig nicht weiterkommen, lassen Sie es für eine Weile ruhen. Der Moment wird kommen, wo sich alles im Handumdrehen klären lässt. Für Sie zum Nachdenken: Der Beginn des Heils ist die Erkenntnis des Fehlers.